In St. Johann im Pongau sind die Krampusse los. Der Nikolaus mit seinen Engeln führt die wüsten Gestalten durch den Ort. Und mittendrin, eindeutig zu erkennen, ich. St. Johann am Morgen. Ich bin unterwegs in den Ort. Hier, knapp 60 Kilometer südlich von Salzburg in Österreich, wird die Tradition des Krampus gepflegt. So wie in der ganzen Region. Ich treffe den Gründer einer Krampusgruppe, Emmerich Köck. Mitte der 80er Jahre hat er eine sogenannte Pass gegründet. Die besteht aus einem Nikolaus, Engeln, einem Korbträger und mehr als einem Dutzend Krampussen. Aber Krampus, oder auch Percht genannt, ist er schon seit Kindertagen. Ab dem 12. Lebensjahr, da laufst du halt so mit in den Orten, in den verschiedenen. Und dann sagst du, ja, jetzt stellen wir mal was auf die Beine. Schauen wir mal ein paar Freunde an. Und so hat es angefangen mit einem Stück. Und jetzt sind wir inzwischen 18 Berchten, Nikolaus, zwei Engel und Korbträger. So, Axel, und jetzt werde ich dir zeigen, was los ist. Jetzt gehen wir uns umziehen und dann geht's los. Gut. So, da haben wir jetzt einmal einen Anzug für dich. Da soll ich jetzt rein? Du musst aber jetzt die Hose rausziehen. Okay. Emmerich, ja? Ganz ehrlich, das mit dem Ausziehen, das hat mir vorher keiner gesagt. Der Grund ist ganz einfach. Auch bei Minustemperaturen wird es in dem Schaffellanzug so warm, dass jede Hose drunter völlig überflüssig ist. So ein Anzug hält ungefähr 5 Jahre. Dann ist das Leder porös und reißt. Gut, gell? Dann als nächstes kommt der Schellengürtel, mit dem die Krampusse Lärm schlagen. Und zum Schluss die Maske. Alles zusammen wiegt gut 30 Kilo. Es ist höllisch heiß in dem Anzug und die Maske ist tierisch eng. Ich kann kaum sprechen, ich sehe so gut wie nichts. Irgendwie nur durch den Augenschlitz, ein bisschen durch den Mund. Und ich weiß noch nicht, wie ich diesen Tag überstehen soll. Alles egal, denn jetzt wird es ernst. Vorneweg geht der Nikolaus mit seinen Engeln und dem Korbträger. Dahinter wird es dann laut. Wir besuchen einen Bauernhof am Rand von St. Johann. Seid gegrüßt bei diesem Haus. Jetzt spricht zu euch der Nikolaus. Da hier nur artige Kinder wohnen, bekommen alle ein Geschenk vom Nikolaus. Wir Krampusse halten uns eher im Hintergrund. Die schiere Masse der Masken wirkt von ganz allein. Danach beginnt der gemütliche Teil des Besuchs. Wir, also die Köckpass, ist von der Familie eingeladen worden. Für die Kinder ist es jedes Jahr schon Wochen vorher so ein Erlebnis, dass die Krampel zu uns und dann natürlich auch der Nikolaus und die Engel zu uns aufkommen. Also sie haben da Mordsegade. Weil es einfach ein Highlight ist. In der Adventszeit ist, dann freut man sich dann noch mehr auf Weihnachten und Krampus und Nikolaus sind einfach, gehören zu uns dazu. Dann geht es weiter zum nächsten Auftritt. Artgerecht werden Krampusse im Viehanhänger transportiert. Insgesamt haben wir heute 4 Hausbesuche. An manchen Tagen können es auch doppelt so viele sein. In der guten Stube unserer vorletzten Station ist es kuschelig warm. Mir läuft im Fell der Schweiß in Strömen. Durch die enge Maske kann ich kaum atmen. Ich bin kurz davor aufzugeben. Nach einer schier endlosen Bescherung und einem zweiten Weihnachtslied ist es endlich vorbei. Vielen Dank. Unser bester Deutschland-Krampus, was wir hier gehabt haben. Aber ganz geschafft habe ich es noch nicht. Die Menschen in St. Johann erwarten uns zum Krampuslauf. Hier präsentieren sich mehr als ein Dutzend Gruppen aus dem Ort. Und wir vorneweg. Ich hab's geschafft und ich bin völlig fertig. Nach 7 Stunden in diesem Ganzkörper-Schaffell hat das Sprichwort Schmoren im eigenen Saft nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Was mir auf jeden Fall am meisten gefallen hat, ist, dass die Köckpass mich sofort aufgenommen hat, als sei ich einer von ihnen. Und ich bin auf jeden Fall um eine Erfahrung reicher.